Wir haben auch ein ähnliches Studio-Setting wie ProSieben hat. Also wir sind zu zweit oder zu dritt im Studio. Unser dritter Mann ist nicht der, der sich um Social Media kümmert, sondern es ist mehr der Moderator, der durch den Abend führt und teilweise dann noch langige Kommentare, Fragen stellt. Wir interagieren sehr stark mit unserem sehenden Publikum. Also wir sind sehr stark während der Sendung auf Facebook, Twitter und Instagram unterwegs und versuchen mit den Menschen ja, zu interagieren und die in die Sendung mit einzubauen, teilweise auch mit Fotos. Teilweise haben wir es dann auch so gemacht, dass das geht jetzt Corona-bedingt leider nicht mehr. Studiosendung gemacht haben mit Publikum, also wo wir zwischen 50 bis 300 Menschen im Studio gehabt haben, dann Richtung Super Bowl mal in eine Halle gehen mit 4.000, 5.000. Also wir versuchen sehr, sehr stark das Publikum direkt einzubinden. Und ansonsten gibt es ein normales Studiosetting. Wir haben eine Zweierkonferenz, wo mir da ich bin da mehr oder weniger der Play-by-Play-Guy und der Michael der Kaller. Das vermischt sich aber manchmal auch, weil wir beide ein bisschen Quasselstrippen sind und sehr gerne über Dinge dann länger reden. Und Philipp Heisern, der dritte im Bunde, ist eigentlich der Mann, der die Kontrolle über das Ganze noch hat und quasi uns da durch die Sendung führt. Und ja, so funktioniert das jetzt seit Jahren. Wir werden im nächsten Jahr ein paar kleinere Adaptionen da durchführen, aber die werden im Sinne des bisherigen Konzepts sich bewegen.